zweistellige Außentemperatur. Dann wieder Fußball zwischen der VfL Eute und der Heidmüller FC. Gespielt wurde auf der Eutre Berg. Nach einer Niederlage gegen Melle und ein Unentschieden bei Vorwärts Nordhorn wurde es jetzt Zeit für einen Sieg. Ein Sieg gegen der Tabellenvorletzter Heidmüller FC. Der VfL trat an ohne den gesperrten Nico Emich und Sebastian von Meerfeld und der verletzte Mörsel Schmackeli. Heute drängte von Anfang an auf das gegnerische Tor, doch in der ersten Halbzeit war man zu ungenau. Markus Kurz machte in diesem Spiel seinen Gegner ganz schwer. Erster Chance, Philipp Schönewolf weit über das Tor. Es war klar zu sehen, dass hier der Nummer 1 in der Tabelle gegen den Nummer Vorletz spielte. Es war fast Spiel auf ein Tor. Leon Stubler auf Philipp Schönewolf. Er legt den Ball zurück. Dennis Jecks und Marcel Kohls wartet zu lang. Ecke VfL. Christopher Koch. Kopfball Fabian Mayer. Gut gerettet Steffen Lühr. Ecke an der anderen Seite Dennis Jecks. Erneut Fabian Mayer per Kopf. Wiederum Steffen Lühr. Fabian Mayer wurde gesucht, hier geht der Ball knapp am Tor vorbei. Dann das erste Mal, dass Heidmüller den Angriff sucht. Foulspiel. Es war ein Foulspiel von Christopher Koch an Kouami Hidirovi. Freistoß Darlan Yazari. Kein Problem für Willi Heise. Zum ersten Mal wird Heidmüller gefährlich. Willi Heise kommt aus dem Tor, will den Ball wegköpfen und verschätzt sich. Dann liegt der Ball im Tor, 0:1. Torschütze Kouami Hidirovi. Ein Vorteil, es war noch lange zu spielen und heute war der stärkere Mannschaft. Nicht viel später Philipp Schönewolf, Dennis Jecks. Und 11 Meter gepfiffen. Stefan Lühr touchiert Dennis Jecks. Der Ball landete im Tor, doch der Schiedsrichter hatte schon gepfiffen. 11 Meter. Philipp Schönewolf wird ausführen. Und der Ausgleich. 1:1. Der Ausgleich war geschafft. Jetzt konnte man jagen auf mehr. Dann wiederum ein Konter, Heidmüll und es ist wieder Willi Heise, der sich verschätzt. Ball kann vor der Torlinie weggeholt werden. Das war eigentlich auch die letzte Gefahr von Heidmüller FC. Es wurde wieder ein Spiel auf ein Tor. Stefan Stuckeborg setzt sich gut durch, spielt auf Philipp Schönewolf. Schuss! Der muss eigentlich rein. Noch immer 1:1. Es war alles zu ungenau. Wille Schönewolf auf Julian Giesecke und fast das 2:1. Aber der Ball ist noch heiß, geht über das Tor. Dann ist es Halbzeit, 1:1. Zweimal ist Heidmüller FC am Eutertor gewesen, macht ein Tor. Doch die Erwartung war, dass der VfL Eute dieses Spiel gewinnen würde. Es war ein zu großer Unterschied. In der zweiten Halbzeit wurde das Euterspiel genauer und wartete geduldig die Chancen ab, die kommen würden.
Der von Zuckerberg auf Christopher Cook. Der bringt den Ball vor. Und ein Volley von Marcel Kolz am Tor vorbei. Nächster Angriff, nächster Chance. Marcel Kolz nimmt den Ball direkt. Der geht Richtung Delbrake. Der von Zuckerberg, der ein gutes Spiel machte. Julian Giesecke. Philipp Schönewolf am Tor vorbei. Philipp Schönewolf über rechts. Und macht es alleine. Schuss. Gut gehalten. Torhüter Stefan Lühr. Und kommt der Gegner erstmals über die Hälfte, steht man abseits. Dann nächste Chance, faule Leute. Toller Schuss, Stefan Stuckerbauer verfehlt das Tor nur knapp. Trotz Überlegenheit und Chance stand es nur 1:1. Dennis Jex. Schuss, Stefan Lühr rettet. Dann Philipp Schönewolf bei Abstauber. Endlich die 2:1 Führung, die war schon lange fällig. Wiederum Dennis Jex mit einem gefährlichen Schuss und es ist wieder Stefan Lühr. Ecke. Dennis Jex nimmt ihn selber. Keiner kommt an den Ball. Süleyman oder Basi. Markus Kolz. Bringt den Ball vor das Tor. Stefan Lühr sieht nicht gut aus. Und es ist Philipp Schönewolf. 3:1 die Entscheidung. Und Philipp Schönewolfs dritter Tor. Man hatte die Geduld aufbringen können. Man wusste, die Chancen würden kommen. Markus Kolz auf rechts nicht zu halten. Diesmal holt Stefan Lühr den Vorlage raus. Erneut Markus Kolz. Gerrit Streich kommt nicht zum Schuss. Sind kurz vorm Ende des Spiels, Freistoß Markus Kolz. Florian Greifendorf knapp am Tor vorbei. Und dann ist auch das Spiel vorbei. Ein mehr als verdienter Sieg, 3:1 gegen Heidmüller FC. Doch ein gutes Spiel war es nicht. In der zweiten Halbzeit besser als in der ersten. Doch nächste Woche das Topspiel in Essen gegen der BV Essen. Da muss man sich steigern, will man da punkten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer.